Guten Abend. Bist du frei? Kennst du das Gefühl der Freiheit? Hast du die Freiheit zu lieben? Wisst ihr, was Freiheit ist? Gebt mir eine Antwort. Wisst ihr, was Freiheit ist? Ich weiß es nämlich nicht. Deswegen dachte ich, ich könnte heute Abend einen Vortrag darüber halten, um es vielleicht mit euch zusammen rauszufinden. Als ich im letzten Jahr hier war, weiß nicht, ich kenne nicht alle Gesichter, aber einige habe ich wiedererkannt. Da haben wir über Ekstase gesprochen. Und da ist der Satz gefallen, den Christoph da ins Programm genommen hat. Unabhängigkeit und Losgelöstheit sind die Kennzeichen eines freien und ekstatischen Geistes. Und im Anschluss daran hat mich dann die Frage bewegt, was ist das eigentlich, Freiheit? Und ich habe sie jetzt ein Jahr lang mit mir herumgetragen und allerlei Einsicht dazu gewonnen. Davon dachte ich, könnte ich euch heute Abend ein bisschen erzählen. Was ist Freiheit? Kennst du diesen Zustand, frei zu sein? Hast du die Freiheit zu lieben? Wir waren in diesem Frühjahr in der Sahara mit einer Gruppe. Tief in der Wüste, ganz allein gelassen da. Mit dieser ganz speziellen Stille, die ich da kennengelernt habe. Ich kannte vorher die Stille in den Bergen. Da gibt es eine Stille, wenn man sich öffnen kann für sie. Das ist die Stille der materiellen Wucht. Hunderttausende von Tonnen Fels. Still. Und ich kannte die Stille, die man auf einer kleinen Insel kennenlernt.
die Weite des Himmels, des Meeres, aber eigentlich viel Lärm. Das Meer macht viel Lärm. Es ist mehr die Stille, die daraus kommt, dass das Menschliche weit herum abwesend ist. Die Wüste hat mich dann nochmal mit einer ganz anderen Stille überrascht. Da war es wirklich still. Nichts. Kein Geräusch. Nicht immer, aber oft. So, dass man am Anfang meinte, Vogelstimmen zu hören. Zum Beispiel, weil man so daran gewöhnt ist, immer etwas zu hören, projizierte sich das auf die Stille, bis sie dann eindringen konnte. Ich habe die Stille in der Wüste als eine große Geborgenheit erlebt. Die Stille der Erde, der Sand wie ein großes Leintuch, auf dem überall einer gelegen ist in der Nacht, wie in einem Bett. Etwas sehr Warmes und Verbindendes hatte diese Stille. In dieser Stille habe ich etwas in mir entdeckt, einen Impuls, den ich nicht kannte. Und ich wurde mir darüber bewusst, dass seit vielleicht 2 Jahren in mir sich ein Impuls regt. Und er bis jetzt nicht bis ins Bewusstsein dringen konnte. Der Impuls zu schweigen, nicht mehr zu reden. Und jetzt sitze ich hier. Ich erzähle euch das, weil eine große Schwierigkeit, wenn man Vorträge hält, ist, nicht nur bei den Worten zu bleiben. Worte haben so eine Fähigkeit, uns zu begeistern, aber das Feuer ist von kurzer Dauer. Es reicht nicht tief. Es verändert nichts in uns. Wenn wir uns mit Freiheit beschäftigen wollen, oder wenn ich etwas dazu euch vermitteln möchte, ist die Schwierigkeit darin, die einen manchmal fast verzweifeln lässt. Wie kann man das rüberbringen, was man meint? Weil einfach Worte auszutauschen, das bleibt so oberflächlich. Deswegen erzähle ich euch diese kleine Geschichte von der Wüste in der Hoffnung, rüberbringen zu können, so dass man spürt, was Freiheit vielleicht sein könnte, dass das Gefühl davon zu euch rüberkommt.
Die Geschichte geht so. Ich habe also diesen Impuls in mir gespürt. Da ist etwas in mir, was drängt. Etwas, was sagt. All das Reden, das schafft so viele Missverständnisse. Ich bin mir gewohnt, zu reden, meine ganze Persönlichkeit, meine ganze berufliche Identität ist auf dem Reden aufgebaut. Und ich habe das seinerzeit begonnen, aus dem Gefühl heraus, aus dem Bedürfnis heraus, Klarheit zu schaffen zwischen mir und dir. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, das gelingt so selten. Häufiger schafft das Reden miteinander Missverständnisse. Und dann versucht man das wieder zu klären und das schafft wieder neue Missverständnisse. Und wenn man die Wahrheit benennt, schafft das Widerstand und dann hat man wieder diese Auseinandersetzung mit dem Widerstand und am Schluss ist man verstrickt in Verwirrung miteinander und Konflikte. Und da habe ich festgestellt, da ist so ein Impuls gewachsen, der sagt, vielleicht würde Schweigen mehr klären. Ich sage nichts mehr. Nicht im Sinne von einem trotzigen Schweigen, das ist nicht still, das ist ziemlich laut, ein trotziges Schweigen, sondern im Sinne von sich ergeben, von Einsicht, von Sehen vielleicht, bringt Schweigen im Moment gerade mehr Klarheit. Stillsein zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das heißt, still zu sein zusammen. Ich habe manchmal in den Nächten so eigenartige Zustände, wo man in andere Bereiche vordringt, in eine andere Wirklichkeit, wo man auf einer rein energetischen Ebene mit Wesen in Berührung kommt. Dort redet man nicht zusammen, sondern da ist eine Offenheit füreinander, ein Verschmelzen miteinander. Das ein unmittelbares Verstehen voneinander beinhaltet. Eine Kommunikation ohne Worte. Ein direktes Anteilnehmen an den Gedanken voneinander. Das meine ich mit Stillsein, mit Schweigen. Also nicht ein abgegrenztes Zusammensein, wo jeder in seiner Isolation sitzt, sondern eine eigentlich intensivere und tiefere Kommunikation als diejenige, die durch Reden möglich ist.
Ich bin nicht der Meinung, dass Schweigen besser ist als Reden. Ich denke, häufig braucht es das Reden. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, weil dieses Gefühl da war, das könnte hilfreich sein, Wahrheit zu ergründen und auszutauschen miteinander. Das ist ein momentaner Impuls, der aufgekommen ist in mir in Bezug auf die Situationen meines Lebens, in Bezug auf die Seminare, die ich mache. Vielleicht gerade jetzt im Moment könnte Schweigen hilfreicher sein. Und jetzt kommen wir zu dem, was Freiheit ist darin. Stellt euch das vor, also meine ganze berufliche Identität ist auf Reden begründet. Und ich habe einen solchen Impuls. Ich lebe vom Reden. Meine Kinder hängen an meinem Reden. Dann kommt diese Wahrheit in mir, schweige. Da ist zuerst etwas, das erschrickt, das sagt, das geht doch nicht. Das kann noch so wahr sein, wie es will, ich kann dieser Wahrheit nicht folgen. Das wäre ja, wie mein ganzes Leben vom Tisch wischen, meine ganze Persönlichkeit aufgeben, meine Identität aufgeben. Dem leichtfüßig folgen zu können, wenn das ruft, das ist Freiheit. Ich denke, jeder von euch hat in seinem Leben solche Situationen erlebt. Ich habe das mehrmals erlebt. Wir haben letztes Jahr da fast ein bisschen gestritten darüber, weil ich gesagt habe, Psychotherapie, das ist ein Betrug. Das nützt gar nichts, man kann niemandem helfen. Und da waren einige, die waren ganz schockiert, weil sie wahrscheinlich in dieser Identität stehen. Das war zum Beispiel so ein Schritt in meinem Leben, einzusehen, die Wahrheit ist, ich kann niemandem helfen. Und ich habe diesen Auftrag. Ja, ich kann dieser Wahrheit nicht folgen. Und dann zu sagen, ja, aber wenn es die Wahrheit ist, das ist irgendwie immer das Bessere, mit dir zu gehen. Und die Freiheit zu spüren, die darin liegt, zu sagen, ich gehe da mal ins Unbekannte hinein. Und der Effekt dann, was die Erwartung war natürlich, da wird niemand mehr zu mir kommen. Wer bezahlt dir schon Geld, wenn du ihm als erstes sagst, ich kann dir sowieso nicht helfen. Aber es war nicht so, sondern die Erfahrung war, es kamen mehr Leute. Offenbar haben sie die Ehrlichkeit darin geschätzt. Oder ich weiß es nicht.
Solche Erfahrungen haben mich mutiger gemacht, wenn solche Impulse kommen. Deswegen gedenke ich dem mit dem Schweigen auch, nicht gerade heute Abend, aber grundsätzlich zu folgen. Mit der Freiheit zu gehen, eine Identifikation, die ich aufgebaut habe, eine Person, die ich geworden bin, wieder dem Wind zu überlassen. Ich weiß nicht, ob ich euch damit, das wäre ja mein Anliegen, rüberbringen kann, das Gefühl davon, ah, das heißt Freiheit, so etwas Großes, Erschreckendes. Und es würde bedingen, dass ihr in eurem Leben schaut. Habe ich da auch irgendwo so etwas, was mich ruft? Das Schicksal, das ruft, die Wahrheit, die ruft, die Liebe, die ruft, die mir sagt, geh dafür, und alle Vernunft sagt, das wäre eine Katastrophe. Und dann gehe ich trotzdem. Ich wette, jeder von euch hat das in seinem Leben und ringt damit. Oder er hat mal gerungen und es missachtet und ist deswegen stumpf geworden, eingeschlafen, in Gewohnheit, Illusion und Unwahrheit verstrickt deswegen. Weil die andere Seite, da ist das Verschrecken darüber, aber die andere Seite ist dann, das habe ich da in der Wüste auch gespürt, wenn dann eine Bereitschaft da ist, dem nachzugehen, dem zu folgen, dann stellt sich dieses Gefühl ein von Freiheit. Diese Entlastung, einfach dieses Ding, was ich da aufgebaut habe, was ich auch sein muss, was mich bindet, was mich nicht mehr frei fliegen lässt. Einfach aufzugeben. Zugunsten von wieder nichts sein, wieder leer sein, wieder mit dem Unbekannten in Kontakt zu sein, das Leben und sich selbst wieder als etwas zu erfahren, was gerade noch zu entdecken ist. Möchtest du frei sein?
Aber eben, was ist das, Freiheit? Ich möchte mich dem heute Abend von drei Seiten her nähern. Über Worte halt. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe in dem Jahr, wo ich damit schwanger gegangen bin, mit dieser Frage, was ist Freiheit, war, was halten wir denn gemeinhin für Freiheit? Und ist das, wovon wir denken, es sei Freiheit, wirklich Freiheit? Ich denke, wenn ihr diese Frage in euch drin prüft, werdet ihr sehen, normalerweise denken wir, oder das gibt uns ein Gefühl von Freiheit, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Freiheit, denken wir, ist vor allem Vergnügen. Ich kann meinem Vergnügen nachgehen, kann so viel Schokolade essen, wie ich will. Die Unfreiheit kommt dann zur Hintertür herein, indem ich dicker und dicker werde. Wir denken, Freiheit ist, keine Enge spüren zu müssen. Deswegen weichen viele von uns dem in ihrem Leben aus, Verbindlichkeiten einzugehen, weil sie denken, darin liegt Freiheit. Der Preis, zur Hintertür kommt er herein, ist dann die Isolation im Alter, das nicht gelebte Leben, die Blume, die sich nicht entfaltet hat in mir. Das weist einem dann, wenn man dieser Art von Freiheit ausschließlich folgt, darauf hin, dass das noch nicht die ganze Freiheit ist. Es ist eine Art Freiheit. Es ist echt schön. Ich darf nächstes Jahr 4 Monate Urlaub machen und darf dann machen, was ich will. Ich freue mich darauf. Es ist schön, mal eine Zeit zu haben, wo man tun und lassen kann, was man will. Aber es ist eine sehr beschränkte Freiheit. Eigentlich ist man sehr gebunden darin, abhängig darin, gebunden ans Vergnügen. Gebunden an seine persönlichen Wünsche, an seinen Willen, gekettet von seinem Willen. Der Eigenwille ist in dieser Freiheit ein Diktat. Aber wenn das nicht Freiheit ist, wenn Vergnügen nicht Freiheit ist, tun und lassen können, was man will, nicht Freiheit ist,
nicht die ganze Freiheit ist, nicht die wirkliche Freiheit ist, was ist es dann? Da ist eine zweite Frage, die ich mir da gestellt habe dann. Frei sein heißt irgendwie auch immer frei sein von etwas. Wovon denn eigentlich? Wovon kann ich frei sein oder muss ich frei sein, damit sich dieses Gefühl, dieser Zustand von Freiheit einstellt in mir? Wenn ich meinem eigenen Willen folge, dann versuche ich ja, frei zu sein von der Enge, die darin liegt, nicht tun zu können, was ich will. Da zeichnet es sich schon ab, wovon man frei sein könnte. Aber es zeichnet sich schon auch schon ab. Auch in dieser Freiheit muss ich etwas gehorchen. Freiheit geht zusammen mit gehorchen müssen. Ich muss meinem Eigenwillen folgen, um zumindest zu versuchen, von Enge frei, mich frei zu schaufeln. Wenn man da tiefer geht und schaut, wovon kann ich denn frei sein? Ich nehme ein Bild dafür. Ich habe ein schönes Haus, lebe darin und da ist eine Wand und ich will durch diese Wand hindurch nach draußen. Das ist schwierig. Ich renne mir den Kopf ein. Ich spüre Enge. Ich kann nicht einfach da raus, wo ich raus will. Jetzt könnte ich sagen, Freiheit besteht darin, dass ich das Haus niederreiße oder da eine Wand, eine Tür reinmachen lasse. Das ist mit viel Aufwand verbunden, mit Enge auf einer anderen Ebene. Oder ich kann sagen, ja, ich ergebe mich der Struktur des Hauses. Ich benutze die Tür. Ich lasse mich zwingen, durch die Tür zu gehen. Und nicht nur, ich lasse mich zwingen und schlage dann trotzdem noch den Kopf an, weil ich nicht genau bin im Folgen der Struktur, sondern ich entwickle eine Bereitschaft, der Struktur des Hauses ganz genau zu folgen, achtsam zu folgen. Dadurch kann ich mich ganz frei in dem Haus bewegen und auch aus dem Haus rausgehen. Aber ich unterstehe einem Diktat, dem Diktat der Struktur dieses Hauses. Nicht das Diktat meines Eigenwillens, ist etwas außerhalb von mir, das mich zwingt. Freiheit kommt dann daraus, dass ich diesen Zwang nehmen kann. Und man kann noch ein engeres Bild nehmen. Es gibt Leute, die müssen, weil sie schlechte Abwehr haben, sich in einer
Plastikhülle durchs Leben bewegen. Eine abgeschlossene Haut, die sie schützt vor Keimen. Das muss eng sein. Ich denke, da wird etwas rebellieren in mir, wenn ich mich dem ergeben müsste. Zuerst einmal auf jeden Fall. Also stellt euch vor, ich sitze jetzt so in einem Ding und ich kann das nicht akzeptieren. Ich kick dagegen und ich fluche darüber. Dann macht diese Struktur, die ich nicht nehmen kann, etwas ganz Enges in mir. Ich bin im Kampf. Ich fühle mich nicht frei. Wenn ich mich hier ergebe, sage ja, das ist jetzt mein Schicksal, das ist mein Leben. Ich bin ganz still da drin. Dann wird es oft so sein, als wäre die Haut nicht da. Ich bin von ihr frei. Aber ich bin von ihr frei, weil ich es verstehe, ihr zu gehorchen. Also wird das sichtbar. Ich kann versuchen, von der Struktur frei zu sein, von dem, was meinen Willen begrenzt, frei zu sein. Und das wird mich nicht sehr frei machen. Oder ich kann etwas anderes versuchen. Ich kann das üben, das lernen in meinem Leben. Von meinem Eigenwillen frei zu sein. Von meinem Selbst frei zu sein, mein Ego über Bord zu werfen, mich zu ergeben. Das heißt, frei zu sein von innerer Reaktion auf alles, was mir begegnet. Es ist etwas außerordentlich Schwieriges, das zu lernen im Leben. Wir haben diese Unart, auf alles, was auf uns zukommt, sofort mit einer Ego-Reaktion zu antworten. Das macht Reibung, so wie wenn ich gegen die Hülle kicke oder an den Türrahmen boxe, weil ich ihn nicht akzeptieren kann. Lässt mich die Enge, die Unfreiheit fühlen. Oder ich kann eben die Energie, die ich für die Abwehr davon benutze, einsetzen, um das zu erlernen. Ich lerne, ich begegne dir, ich begegne der Situation hier, ich begegne einer Situation nach der anderen in meinem Leben und ich lerne, in keiner Weise darauf zu antworten. Ich bin mit dir. Außerordentlich schwierig. Es ist eine Übung für das ganze Leben, das zu lernen. Daraus kommt Freiheit. Freiheit vom Selbst. Freiheit vom Kampf. Freiheit vom Widerstand, in dem ich gefangen bin. Freiheit auch von allen Zugehörigkeiten, von allen Parteien, zu denen man gehören kann. Freiheit, die sich letztlich in einem völligen Alleinsein begründet.
bist du frei vom Selbst? Möchtest du überhaupt frei sein vom Selbst? So dass da etwas in dir ganz flüssig wird, sich ganz weich einfügen kann in jede erdenkliche Situation, die dir begegnet, was einfach mitgehen kann, sich bewegt mit dem Ganzen, was nicht sich als ein eigenes hineinstellt und als eigenes verteidigt, sondern mehr ein Unfassbares ist, das dem Ganzen eben gehorcht. Da ist noch eine weitere Frage, die sich dann stellt, auf der Suche nach dem, was Freiheit sein könnte. Weil die Freiheit von etwas ist auch immer noch sehr beschränkt. Ist schon etwas, frei von etwas zu sein. Frei vom Selbst zu sein, das würde ich schon als gutes Lebenswerk gelten lassen. Aber wozu wäre das Nütze, wenn die Freiheit auch nicht für etwas ist? Wofür bin ich denn frei? Was soll denn das überhaupt? Warum? Ich würde behaupten, Freiheit, das ist das Wichtigste im Leben, das zu finden. Warum eigentlich? Warum nicht eingepfercht und irgendwie geknechtet sein? Kann doch auch ganz schön sein. Die meisten lieben es. Wofür soll ich denn frei sein? Wofür will ich frei sein? Wozu dient die Freiheit, die ich mir in einer lebenslangen Auseinandersetzung aneigne, mein Selbst zu überwinden? Wofür gebe ich sie? Wenn man so weit geht, diese Bereitschaft entwickelt, sich Enge zu stellen, statt Enge zu fliehen, in sich selbst, in den Situationen, in denen man ist, wenn man das lernt, dem Stand zu halten, eine Situation, wie immer sie sich ergibt, still zu nehmen, das ist zuerst unheimlich eng. Man ist ständig gezwungen. Solange sich das Selbst noch nicht ergibt, solange man die menschliche Form nicht fallen lassen kann, empfindet man das als ungeheuerlichen Zwang. Etwas will das nicht, etwas wehrt sich dagegen. Ich will doch nicht ständig so, wie es will, da um mich herum. Aber wenn man das lernt, noch lange bevor man es wirklich kann,
wenn die Bereitschaft dazu da ist und man die ersten Schritte zu machen beginnt, gehen einem die Augen auf für Kräfte, die man sonst nicht sieht, wenn man in dieser Kraft des eigenen Willens sehr verrannt ist, gefangen ist, kann man sie gar nicht sehen. Ich würde sie zum Beispiel die Schicksalskräfte nennen, einfach um ihnen einen Namen zu geben. Oder die Bewegung des Ganzen. Man beginnt zu spüren, das ist nicht nur im Haus so. Ich baue ein Haus und dann muss ich mich halt an die Struktur, die es hat, halten, um darin mich flüssig bewegen zu können. Sondern meine ganze Existenz ist so, vor allem in der materiellen Ebene. Aber auch überhaupt, man ist immer auch in einer Struktur, die ist einfach gegeben und die Kunst ist nicht unbedingt, sie zu verändern, auch manchmal. Manchmal ist es gut, ein Haus umzubauen, aber häufiger ist die Kunst, damit umgehen zu können, sich der Struktur ergeben zu können. Und man beginnt zu sehen, eigentlich ist mein ganzes Leben so angelegt. Das ist eine Illusion, dass ich meine, ich kann da machen, was ich will. Das ist, wenn ich mich damit identifiziere, so wie wenn ich nur einen ganz schmalen Spickel meiner Existenz als mein Sein akzeptieren würde. Der viel größere Teil davon ist von ganz anderer Art. Da ist eine Kraft, die mich lenkt, die mich ruft, die mir Zeichen gibt. Geh dahin, geh damit. Da sollst du sein. Das ist deine Berufung. Folge dem. Man beginnt sie zu sehen, weil die Bereitschaft in einem entstanden ist, zu gehorchen. Weil man zu sehen beginnt, Freiheit liegt darin, dass man gehorchen kann. Das ist natürlich zuerst schwierig, weil wahrscheinlich habe ich eine Erziehung gehabt, wo man mich zwingen wollte, irgendetwas zu gehorchen, von dem ich gesehen habe oder sehe, dass es nicht gut für mich ist. Und nun habe ich die Tendenz, habe eine Neurose daraus gemacht, ich will das Kind mit dem Bad ausschütten. Zu gehorchen ist schlecht, ich tue jetzt, was ich will. Das ist als erster Schritt, um sich von der Neurose zu befreien, vielleicht ganz gut. Aber wenn ich dann mein Leben lang darauf beharre, beschränke ich mich ganz enorm auf einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten, die ich habe. Weil die Möglichkeiten, die der Eigenwille erreichen kann, und die meisten Menschen leben in diesem Bereich, das gibt eine sehr magere Existenz sein, kein großes Blühen im Leben. Wenn ich das zu sehen beginne, wächst diese Bereitschaft in mir, auch dieser Hunger, dem Geheimnisvollen zu folgen, weil diese Kräfte sind nie offensichtlich. Man kann sie nicht festmachen und sagen, ah, so ist es, ganz klare Sache.
sondern man ist nie hundertprozentig sicher darin, ob es nicht eine Paranoia ist vielleicht. Man muss sich da immer sehr genau überprüfen. Es gibt viele Menschen, so in esoterischen Kreisen, die reden von dem, mit der Bewegung des Ganzen zu gehen. Und es ist nur eine Illusion in ihrem Kopf. Dem, was sie wirklich ruft, gehen sie aus dem Weg. Das ist das besonders Schöne, finde ich, an dieser Seite der Existenz, dass sie so geheimnisumwoben ist. Dass sie definitiv ein Geheimnis bleibt. Dass man es mit Worten nicht fassen kann, nicht wirklich. Sobald man es versucht, entsteht eine Sekte, eine Religion, solche Dinge, dogmatische Angelegenheiten, Glaubenssätze. Man ist nicht damit in Berührung dann. Die Berührung damit ist immer flüchtig. Es ist das Unfassbare. Man folgt dem Unfassbaren. Wie weiß ich, wenn mich da in der Wüste die Stimme ruft und sagt, schweig, nicht am 12. Juni, aber dann nachher. Wie weiß ich, ob das nicht einfach eine Sehnsucht ist von mir, die Last abwerfen zu können? Wie weiß ich, ob das nicht einfach eine Hoffnung ist, dass dann irgendetwas besser wird? Wie weiß ich, dass ich nicht einfach verrückt bin? Dass ich nicht einfach Stimmen höre? Man weiß es nie, ganz sicher. Man zweifelt es ununterbrochen an, man schaut es von allen Seiten immer wieder an. Und weil man da so gewissenhaft ist darin, sich nicht zu verrennen in irgendeiner Haltung, die man zur Wahrheit erklären will, in der man dann wieder Sicherheit suchen will, weil man sich da ganz flüssig hält, weil man das lernt, sich ganz flüssig darin zu bewegen, ist es in aller Unsicherheit immer eindeutig, nicht beweisbar, aber eindeutig. Das Unfassbare ist auch das Undenkbare. Der Eigenwille und damit wir alle, die ganze Menschheit, bewegt sich im Denkbaren, im Machbaren. Deswegen ist unser Leben so mager, armselig, konflikthaft. Freiheit für heißt, frei zu werden für das Undenkbare.
Das Undenkbare hat in uns zwei Richtungen. So wie die Erleuchtung in uns zwei Pole hat. Der eine Pol ist die Gemeinschaft und der andere Pol ist das Alleinsein. Erleuchtung ist die Ekstase des Alleinseins und sie ist auch die Ekstase des Zusammenseins. Das Undenkbare im Bereich der Gemeinschaft ist, dass man fähig wird, das zu entdecken beginnt, dass wir zusammen diese Art von Stillsein zusammen, von Gemeinsamsein zusammen, die ich am Anfang erwähnt habe, die man in anderen Wirklichkeiten manchmal kennenlernen kann, hier auf der Erde zu verwirklichen beginnt. Dass man lernt zu kommunizieren über die Worte hinaus. Ich empfinde dich. Ich bin so flüssig geworden, so kann mein Selbst so weit zurückstellen, dass ich dich zu fühlen beginne. Unmittelbar. Und du mich auch. Und dass sich daraus etwas ergibt im Sinne eines konfliktfreien Feldes. Etwas, was die Menschheit noch nicht gekannt hat bis jetzt. Wir reden viel von Liebe, man kann das auch so benennen dann, aber wir sehen nicht, dass es die Liebe unter uns noch nie gegeben hat. Nicht wirklich, nicht in einem großen Feld. Sie hat sich nie über den ganzen Planeten ausgedehnt. Das ist absolut undenkbar, dass das stattfinden könnte. Absolut utopisch. Das wird nie sein, sagt der Verstand. Wenn man all die Konflikthärte anschaut auf der Welt, Palästina und so weiter, dass die Kerle je ihre Identifikation dem Wind überlassen würden und sagen würden, also ich höre auf, ein Palästinenser zu sein und ich höre auf, ein Jude zu sein, damit wir einander finden können. Das ist absolut undenkbar. Und Freiheit ist, dafür zu gehen. Für das Undenkbare. Beim anderen Pol, im Bereich des Alleinseins, da geht das Undenkbare in ein noch tieferes Alleinsein hinein. Alleinsein im Sinne von Ganzsein, Einssein. Und in diesem Alleinsein beginnt sich, wenn genügend Kraft darin aufgebaut ist, ein Geheimnis zu zeigen. Genauso wie in unserem gemeinsamen Sein ein Geheimnis schlummert, nämlich die Möglichkeit, dass wir die Liebe leben könnten zusammen, die undenkbar ist, so schlummert im
Alleinsein ein Geheimnis im Sinne von, dass wenn das Alleinsein als auch wieder als Struktur, die ich zuerst vielleicht nicht nehmen kann, mit der ich ringe, die ich nicht will, mit der ich hadere, wenn ich damit stillstehen kann, dass sich da etwas öffnet im Sinne von einer Fähigkeit, seine Wahrnehmung in jeden Bereich des Seins hineinprojizieren zu können. Zum Beispiel ganz einfach, in dich. Ich fühle dich. Ich weiß, wie du bist. Ich denke dich. Und dann darüber hinaus in diese unendlichen Wirklichkeiten, die über das Menschliche hinausgehen. Das ist genauso undenkbar. Es ist absolut undenkbar, wenn man zuerst sich dem Zustand stellt, in dem man ist. Wenn ich die Bereitschaft entwickle, überhaupt hinzuschauen, in welchem Zustand mein Geist ist, der natürlich der Geist der Menschheit überhaupt ist, dann sehe ich zuerst, das ist absolut undenkbar, dass sich darin etwas öffnet, was frei fliegen könnte. Und wieder, ich sehe, es ist undenkbar und ich gehe für dieses Undenkbare. Ohne zu wissen, ob ich es je erlange.